Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Jawohl. So, ich habe mich noch ein bisschen auf den Weg begeben zum Atlas. Hab dann auch die, in der letzten Folge habe ich ja auch gesagt, dass ich noch das Sonnensystem noch weiter erkunden werde. Das habe ich auch getan. Und jetzt bin ich ja hier in einem neuen Sonnensystem. Bin da auch schon auf einem Planeten gewesen. Hab den mal ein bisschen erkundet. Und habe dann auch eine Station gefunden mit dem vom Atlas. Und da werden wir jetzt einmal hinfliegen. Ich habe dann nur gesehen, dass da der Einstiegspunkt rot war. Und das macht mir da schon bangen. Macht mir das. Ich habe hier eine Mücke rumfliegen, die nervt jetzt etwas. Hau ab, Mücke. Was kann ich hier verkaufen? Zink, 403%, okay. Titan, Plutonium hebe ich mal auf. Ich habe eigentlich nichts mehr. Gold könnte ich verkaufen. Weg damit. Iridium hebe ich mal auf. Das hebe ich auf. Und ja, und als ich hier mal auf der Station gelandet bin, kam da auch mal ein Schiff angeflogen. Und da habe ich mir mal gedacht, hey, schaust du mal rein. Vielleicht kann man das bei dem hier auch sehen. Und zwar hatte dieses Schiff einen Frachtraum von 40. Also 40 Lagerplätze für schlappe 37 Millionen. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, ey, what the fuck. 40 Frachträume und dann noch 36 Millionen. Nice. Also es geht dann halt immer noch weiter mit dem Frachtraum nach oben. Aber wie viel, weiß ich leider nicht. Mal hier überall. Vielleicht habe ich hier noch Glück und habe hier so ein Schiff, wo man das erkennen kann. Und ich habe auch mal die Lautstärke etwas runtergedreht, weil die Musik ist doch teilweise recht laut. 32 Plätze für 14 Millionen. Wow. Ja gut, okay, das sind halt noch die Module noch mit drauf. Die wohl das Ganze verbessern. Die kosten natürlich auch einiges. Ich habe hier eine Mücke rumfliegen, verdammt. So. 7 Millionen. Also ja, die haben halt hier noch die ganzen Module noch mit drauf, die das Ganze halt noch auch etwas teurer machen. Aber hey, ich bin mit meinem Schiff zufrieden zurzeit. Und da würde ich sagen, machen wir mal uns auf den Weg zum Atlas. Und zwar wird er hier unten angezeigt als roter Punkt. Schiffscan. Was wurde entdeckt? Ein verlassenes Gebäude. Ey, die Musik ist immer noch ziemlich laut. Wahnsinn. Habe ich den schon entdeckt? Diesen Planet? Unentdeckt? Komm, wir fliegen mal. Ich lasse mich überall erstmal ablenken. Fliegen wir mal zu dem verlassenen Gebäude und dann gehen wir wirklich zum Atlas. Weil ich will ja auch wissen, worum es da geht. Was man da Schönes bekommen kann. Ja, auch auf dem Weg zu diesem Sonnensystem wurde ich schon mehrmals angegriffen. Und ja, bin auch wiederum... Hab auch den Tod schon mehrmals in den Auge geblickt. Giftiger Staub, okay. Begrenzt, alltäglich, typisch. Ist das Gold? Oh, Emriel. Oh, wunderbar. Und auch eine neue Waffe habe ich bekommen. Aber die ist jetzt quasi nicht so gut wie die letzte. Aber
Sie schießt. Du, Lila. ja, und sie prallen ab. Du. Für den Kampf recht praktisch. Und wie viel Schaden sie wirklich macht, sehen wir gleich in der Tür. Natürlich könnte ich auch hingehen, direkt eine Granate reinschießen. Dann ist die ja sofort auf. Aber ich nehme hier mal das Emeril mit, weil... ja, das ist... Mit Granaten ist zu teuer. Da bin ich so mit Abbauen schneller dabei. Kriege ich mehr davon. Und überall, wo hier bei der Beschreibung, na, wo haben wir es dann, neutral steht, hier, neutral, werden keine Wächterdrohnen erscheinen. Das heißt, man kann diese Felspocken ganz normal abbauen. Aber wenn da irgend sowas steht, haben wir hier was? Hier. Isotop. Und man baut diesen ab, kommen auch direkt die Wächterdrohnen. Also da muss man schon aufpassen. Ja. Also dieser Felsbrocken, der ist ja riesengroß. Ey, sorry Leute, ich muss den abbauen. Weil er bringt mir erstens mal Kohle. Ohne Ende. Und ich brauche den für mein Schiff ein bisschen aufzuwerten. So. Verdammt ist der groß, dieser Brocken. Ich hoffe nur, ich habe jetzt noch gleich ein bisschen Plutonium bei mir. Ja, so einzelne Brocken stehen auch hier noch in der Luft. Ja, sehr schön. Ah, da war ich schon gerade gewesen. Naja, ist jetzt nicht gerade viel, aber ich brauche gleich wieder Plutonium. Ich weiß, es ist langweilig, mir zuzuschauen, wie man das hier alles abbaut. Aber ich brauche das Zeug. Ich brauche es einfach. Weil ich weiß nicht, wann ich wieder so einen Felsbrocken sehe. So. Na, überhitzt. So, ich würde sagen, hier war nie was gewesen. Oh, da hab ich... Boom. Als wäre nie was gewesen. Also hier sind noch einzelne kleine Stücke noch. So. So. Plutonium haben wir hier, das finde ich ja mal super. Ey, die scheiß Mücke hier, die riecht mich auf. Hier ein Wissensstein, okay. Was haben wir hinten? Aluminium, na toll. Hm.
brauche ich ja eher weniger, das Aluminium. So, dann speichern wir mal. Dann habe ich wieder einen weiteren Ort erkundschaftet. Na. So. Giftschutz stabilisiert sich. Ja, okay. Ah. So, was willst du? Na gut, okay, bleibt nur eins übrig, Stadtprotokoll. Nee. Neue Technologie entwickelt. Okay, Schildverstärker Täter. Perfekt. So, wo geht's hier hinten lang? Also Gesundheit, ja. Ja, schade, nichts Wichtiges hier drinne. Hier Platin, Zink nehme ich noch mal mit. Aber hier in der Höhle schaue ich mal kurz mal nach. Vielleicht gibt es da wieder Würfel. Das wäre doch nett. Scheißmücke. Jetzt habe ich dich. Das hat mich genug genervt. Sorry, dass ihr nicht erschrocken seid. Aber die ging mir jetzt ein bisschen auf den Keks. Ja, sollen sie ruhig kommen. Ja, die Waffe macht wesentlich viel mehr Schaden. Viel, viel mehr Schaden. So, aber ich würde sagen, jetzt fliegen wir wirklich mal zum Atlas. Ah. Oh, was haben wir hier? Ist das Eisen? Nickel. So, weil Tamium brauche ich auch etwas. So. Wow. Was? Oh Mann. Wenn Hello Games hingeht und wird irgendwann ihr Patch noch so solche Schiffe einbringen, die man fliegen kann, das wäre ja ultra nice. So als kleine mobile Basis. Mit einem enormen Hyperraumantrieb. Das finde ich ja ultra nice. Wenn das passieren würde. Okay, mein Hyperantrieb ist auch wieder etwas angeschlagen. Kohlenstoff kommt weg. Ja, jede Menge Tamium. Schubdüse. So. Antimaterie. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt.
So, ich brauche Elektronendampf. Dafür brauche ich Kohlenstoff. Ja, okay. So, das heißt, ich könnte den einmal aufladen noch. Und dann auf geht's zur Atlas-Schnittstelle. Boom. Auf geht's. Das macht mir Angst, dass der rot ist. Unentdeckt. Okay, hier ist der Eingang. Nice. Cool. Okay. Cool. Was haben wir hier auf dem Boden? Ups. Segnen? Okay. Ja, was war das? Was machen die Teile? Einfach drüber rennen und ja, ich verstehe das nicht. Egal. Okay. Auf dem Planeten Notfall. Oh ne, Notfallsignal. Okay, da werden wir auch gleich wieder hinfliegen. Okay, hier ist nichts drin. Doof. Die Kugel. Okay. Ah, hier. Warpzelle, nice. Warpzelle, doppel nice. Okay. Okay, ich kann die Sprache nicht. Oh. Pathfinder. Egal, sollte ich wahrscheinlich sein. Ich habe ja schon einiges zurückgelegt. Boah, ein Atlasstein erhalten. Die sind doch irgendwas mit 2, paar Millionen. Sind die ja wert. Ja, und nun? Was kann ich jetzt mit dir machen? Nichts mehr. Schade. So, aber. Hyperraumantrieb. Sehr schön. Und dann fliegen wir mal da oben hin. Ne? Da hinten hin. Da wäre Notfall. Dein Schicksal liegt im Jenseits. Zum Öffnen der galaktischen Karte M drücken.
Ah, wie das geil aussieht, wenn sich das öffnet. So. Oh, da scheint ein Angriff zu sein. Titan habe ich. Jawohl, habe ich noch alles. Das scheint ein Angriff zu sein. Was? Und nun? Kann ich da was tun? Nein. Da hinten ist doch was. Da hinten ist doch was. Das ist ein Jäger. Feindliche Schiffe nähern sich. Frachtschiff. Seltsam, verstehe ich nicht. Verbleibende Kampfschiffe 2. Das können nur die sein. Ups. Das können nur die sein. Das heißt, diese Mission ist dann noch nicht so ausgereift, wie es soll. Frachtschiffe retten, verbleibende Kampfschiffe 2. Verstehe ich nicht. So, Karte öffnen. Orbitalstation Koordinaten. Okay. Anomalie entdeckt. Boah, wie weit. Wie weit das ist.
Das sind Wegpunkte. Okay. Das sind Wegpunkte, wo man erstellen kann. Und dann springen wir mal. Weltraumanomalie. Büt. Nice. Ja. Oh, bin ich so weit weg jetzt da geflogen? Wenn man einmal aufs Handy schaut. Oh, Impulsantrieb offline. Und wie komme ich da jetzt da rein? Wie komme ich da jetzt da hinein? Hier, genau. Ui, 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 ui. Oh lol. Interessant. Wieso ist das hier orange hinterlegt? Eine Abkürzung zum Zentrum finden. Nee. Den Weg des Atlas fortsetzen. Okay. Also, da ist er komplett auf Deutsch jetzt. Freunde findet man überall, man muss nur wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Freunde in allen Formen, in allen Größen, in allen Umgebungen. Alien-Kolonist-Begegnung, Stufe 3 oder höher. Okay. Oh, nice, ein Atlas-Pass. Ja, sehr schön. Cool. Endlich, ein Atlas-Pass. Auf sowas habe ich gewartet. Kann ich dich nochmal anschwätzen? Nein. Dich? Kohlenstoff habe ich nichts. Was? Hallo? 21 Plätze. Laser? Ja. Jupp, nehme ich. Ja gut, okay, du bist vom Abbau her nicht so gut wie meine. Hast dafür Querschläger, Nachladegeschwindigkeit, okay. Granaten ist ungefähr genauso gut.
Ja, komm. Mit dem Abbauen werde ich da noch was tun. Sehr schön. Nice. Von Atlas Pass 1. Cool. So. Oh mein Gott. Da ist einer. Unentdeckt. Zu weit zum Springen. 268 Lichtjahre. Okay. Na dann. Fliegen wir erstmal hier zu dem Planeten. Impulsantrieb offline. Wieso? Ah, Raumstation in der Nähe. Okay, 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 okay. Aber ich finde es schon geil, dass man jetzt, da ich jetzt endlich einen Atlas-Pass herstellen kann. Hier, Atlas-Pass. Es gibt mir wieder Eisen, okay. Aber ist eigentlich doch billig. Eisen und Heredium. Und Eisen findet man ja fast überall. Hier ist mal eine Station. Und einmal landen, bitte. Okay. Nuklearer Planet, na toll, mal wieder. Was zum Teufel bist du denn? Aha! Boah, extrem. Alter, Kalmium. Ups. Nice. Strahlungsschutz nimmt ab. Wow, also Strahlung ist hier extrem. Aluminium. Wie viel ist denn das wert? Strahlungsschutz nimmt ab. Bereits bekannt, okay. Ey, ich muss hier mal mit dem Strahlungsschutz... Kohlenstoff. Ah, Gravitoniball. Habe ich leider keinen. Aber ich brauche hier Kohlenstoff. Da kann ich den hier machen. Und Kohlenstoff ist hier. Atlasstein. Na toll. Ich brauche mehr Kohlenstoff. Okay. Die hauen rein.
So. Technologie installiert. Ja, nice. Mein Strahlungsschutz geht hoch. Okay, sehr schön. Ach gut, habe ich das auch überlebt. Oh. So, aber Abbaugeschwindigkeit von meiner Waffe. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. So, dafür brauche ich Heridium. Ah, Heridium, na toll. Iridium, Aluminium, okay. Aluminium habe ich ja hier gesehen. Iridium ist da hinten. So, na komm schon. Okay, mein Strahlungsschutz ist weg. Technologie aufgeladen. Boah, wie schnell der verbrannt wird, ey, okay. Oh, die Strahlung, die haut richtig rein. Okay, ich brauche Aluminium. Haut das rein. Technologie aufgeladen. Das haut richtig rein. Bereits bekannt, na. Oh, nix. Das Geschwindigkeit, okay.
Längeren Zeitraum, okay, weil den brauche ich. Aluminium brauche ich. Okay. Also den hier brauche ich. Ah ne, gut, Radnox habe ich nichts. Aber ich brauche noch Aluminium. Dann habe ich das Kühlmittelsystem. Ich kehre erstmal zu meinem Schiff zurück. Aber auch ein netter Planet, muss ich sagen. Er ist zwar nicht gerade freundlich. Weil das ist ja ordentlich, was da ablaufen tut. Titan. Ich speichere das mal. Alter Vater, also dieser Planet, der hat es hier wirklich in sich. Aber hier ist Kalmium. Ne, wie heißt es nochmal? Kalium, das hätte ich gerne. Weil das ist ja auch einiges wert. So. Ich muss hier von diesem Planeten runter. Hui. Dafür brauche ich wieder Zink. Schade. Aber hier gibt es nichts zu entdecken. Schade. Na, geh auf. Okay, ich gehe zu meinem Schiff zurück. Dieser radioaktive Planet, der hat es in sich. Aber ich will auch sagen, das war's mal gewesen mit dieser Folge und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.